Oh, Sumpfgott. Abtrünnige Seele. Da helfen auch keine Cheats. So eine Regeneration auf allen wäre richtig nice eigentlich. Wenn die halt so alle sich so regenerieren können, das wäre cool. Also halt meine Charaktere und nicht die Gegner, das wäre scheiße. Halt beispielsweise so, dass halt alle irgendwie so 10 Lebenspunkte immer heilen, wenn sie dran sind. Super effizient. Schlag. Der Vorteil ist, dass ich den, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bereue es nicht, den Hüngskronk da genommen zu haben. Weil gibt dir plus 1 auf Fähigkeitsdauer und das ist richtig gut eigentlich. Und ja, ich nenne ihn Hüngskronk, weil er mir einfach, wie ich habe ja schon gesagt, er sieht auch für mich aus wie Gronk. Hier wie Gronk, der sweet boy. Oh mein Gott, ihr habt es tatsächlich geschafft. Oh mein Gott, ihr habt es tatsächlich geschafft. Danke. Igitt. Who is that? Ihr glaubt, aber ihr habt es geschafft. What if you gold level? Lol. Kampf, Jagd, Seele, Kampf, Sumpfgott. Urgurk. Kommt das Geräusch von dort? Boah! Die Gruppe wird angegriffen. Dum 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 dum. Ich liebe diese Musik. Ich hätte bis jetzt noch eigentlich wirklich. Das ist ein richtig toller Bosskampf eigentlich wieder. Oh. Victory. 43 Gold. Kann ich ein paar Freunde einladen. Yeah. Wow, das war krass. Das Monster ist verschwunden. Quest done. Ihr habt das Monster besiegt. Oh, Level 15. Verspotten. Die Wiederherstellung. Oh, er hat ja noch gar nicht. Noch keine neuen Fähigkeitspunkte. Dann machen wir den Gegenschlag. 40%. 40% auf kritischen Treffer. Das ist doch mal was, oder? Seele. Milbury.
Irgendwo kommt mir bekannt vor, aber auch nicht. Sie sind überall, Hilfe! Sieht das schlecht aus? Ich bin etwas konfus in diesem... in diesen gut oder schlecht Fragen. Was genau meinst du mit schlecht? Versuch dir vorzustellen, dass alles Leben, so wie du es kennst, endet und jedes Molekül in deinem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert. Totale Protonenumkehr! Richtig, das ist schlecht. Okay, ist in Ordnung. Die Lage ist schlecht. Töte die Geister! 6 Seelen, los! Es sind 6. Beginnen. Das soll wohl ein Witz sein. ...9000 XP. Cool. Level 15. Fähigkeitspunkte. Noch ein Level, dann kann ich endlich mal groß hier schmieden gehen. Wiederherstellung. Oh, 17. Mulberry. Na sowas. Na sowas sieht man aber wirklich nicht alle Tage. Gute Arbeit und danke. Quest done. Mulberry freut sich, euch zu sehen. Oh, Rasten. Frühstückszeit. Ich denke mal, ich verbringe jetzt noch ein bisschen Zeit mit Kämpfen. Lasst mich mal was Neues ausprobieren. So, ich will jetzt mal den Sumpfgott töten. Und wenn ich eventuell vorhin nichts groß gesagt habe, lag einfach daran, dass ich ab und zu denke ich momentan so meinen Videos halt nach über so manche Sachen.
So, du hast unbedingt eine Regeneration auf ihn drauf. Auf ihmchen. Ich glaube, ich sollte auch mal hier die Seelen unbedingt etwas wegmachen. Und ihn da vor allem. So, es halt wird er voll geheilt. So. So, Regeneration noch auf den Magier. Der bei mir immer der Pizzabote ist. Immer ist der Pizzabote bei mir Magier. Vielleicht werde ich auch mal Just for Fun einfach mal nochmal so gesehen, hier das Spiel anfangen, aber halt privat. Dann, wenn ich mit dem hier fertig bin, eventuell, vielleicht zeige ich euch da auch mal was. So ein paar kleine Ausschnitte davon. Wenn ich hier mit dem Projekt halt fertig bin. Oh, da hinten ist eine Sumpfkreatur, die mich irgendwo an den Creeper erinnert. Ich weiß auch nicht, ich weiß aber nicht wieso. Oh yeah, den Kampf haben wir auch geschafft. Ach Gott, Pixelfehler. Runter von meinem Bildschirm. 2% Lebenskraft entzogen, 2% Mana entzogen. Oh oh. Die geben auf jeden Fall noch etwas Gold. Wie es einfach einen Pixelfehler als Item gibt, das finde ich ja richtig genial. Richtig genial gelöst. Oh yeah, Wyxer, du hast es geschafft. Oh mein Gott, 32. Sonst geben die immer... Also eine Seele bringt ungefähr immer ein Gold. Ein Gold, was? Ein Gold? Nein, 9 Gold meine ich. Nicht ein Gold. Aber da ich hier noch ein bisschen Gold erhöhendes Zeug habe, bringt die mehr Gold. Ich würde sagen, da kämpfen wir eigentlich hier noch mal ein bisschen. Soll wohl ein Witz sein. Nein, soll es nicht. Das ist mein voller Ernst. Und eine davon bringt, glaube ich, mal 21 Gold.
Fang schon mal an, auf die alle Debuffs zu hauen. Oder eher gesagt, hier alle Schadenbuffs und sowas. Zwei Schaden, oh yeah. Ups, das habe ich Spalten gemacht. Schon wieder Spalten gemacht. Scheiß auf die Wand an, Alter. Und eine Lavakugel, wie soll man? Und wie soll man die transportieren? Regeneration 1. Also so langsam, aber sicher. Jetzt haben wir Level up. Oh, Sumpfgott. Halt die Fresse. Halt die Fresse, ich muss kämpfen. Weiß auch nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Oh oh, er hat kein Mana mehr. Wird Zeit, Gaias Segen zu machen. Und das Mana der Gruppe wieder aufzufüllen. Feuerball, tolle Bestie. Oh yeah, stirb. Victory. 21 Gold, okay. Grenzüberschreiter. Oh oh. Schon wieder. Echt jetzt? Immer nur der olle Sumpfgott? Also Leute, diese Folgen werden ziemlich lang im Sumpf. Sage ich euch jetzt schon. Weiß ich auch mal, wie lange ich aufnehme. Ich glaube, ich werde noch bis um 9 Uhr aufnehmen. Also noch ungefähr 21 Minuten. Hier wird es mir auch langsam etwas warm. Und für natürlich die weiblichen Zuschauer, hätte ich jetzt ein Face gemacht, würde ich natürlich meinen Pulli ausziehen. Oh, nein, Spaß. Würdet ihr wahrscheinlich eh nicht sehen wollen. Ich rate euch davon auch ab. Da ihr dann auch zudem nicht nur meinen stark gebauten Körper sehen könnt, sondern auch diese seltsamen Muster, die ich auf meiner Schulter habe oder so. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum ich irgendwelche komischen Muster auf